Tornado Stream. Hallo und herzlich willkommen zu einem Tornado Stream. Wir machen wie versprochen weiter ohne Latenz. Es hat keine 3 Tage gedauert. Also, zur Erklärung. Ich habe mir ganz ehrlich ganz schön die Zähne ausgebissen an das Versteck und einen kleinen Stream mit Knotti. Und da hat er mir mal gezeigt, wie er das hier in das Versteck gemacht hat. War ganz informativ. Ich habe mir ein paar Sachen abgeguckt. Ich werde die Route, wie die laufen, abschauen, aber ich kann mir nicht verkneifen, die Gefechtstürme zu nehmen, weil ich will dennoch immer noch, dass das Ganze meinen Schliff hat. Also, zur Story. Die Aliens sammeln die gestohlenen Kraftkerne in einer entlegenen unterirdischen Basis. Was führen sie im Schilde? Spielt gar keine Rolle, was die Eulen im Schilde führen. Die werden dafür kräftig bezahlen. Also, rennen. So, jetzt rein, aber. Wenn die Sache je ein Ende nehmen soll, dann müssen wir sie hier besiegen. Ich weiß jetzt, was sie vorhaben. Okay. Sie errichten ein Portal zu ihrem Heimatplaneten. Wenn ihnen das gelingt, können sie unendlich Verstärkung rufen. Und dann heißt es für uns alle auf nimmer Wiedersehen. Okay. Fangen wir jetzt mal an. Oh mein Gott, nimm mal diese furchtbaren Routen hier weg. Ach so. Okay. Fangen wir an mit Geschütztürme. Wir wollen ja schließlich auch, dass die halt hier außen lang gehen und hier ein S. Ne, also nehmen die nochmal. Also, die sollen hier lang. Dann baue ich das so, dass die hier dieses S laufen. Dann laufen sie hier lang. Und können meinetwegen so rumlaufen und sich die Kerne holen. Alles klar, wollen wir mal gleich loslegen und gar nicht viel Zeit verlieren. Geschützturm, Geschützturm, Geschützturm. Was ist günstiger? Geschützturm. Na, machen wir das erstmal so. Ein Geschützturm. Und hier einen. Das ist das reinste Ziel, schießen. Eine Kanone. Fangen wir erstmal so an. Weil die ersten Wellen sind ja wohl nicht stark. Lassen Sie auf die Kerne auf, Sie wollen sie stehlen. Genau, und jetzt machen wir dicht. Jetzt laufen sie schon mal den längeren Weg. Kommt her. Kommt her, ihr Rabauken. Wir werden auch noch zusätzlich einen Raketenturm errichten. Ich denke, das ist besser. So, dann halt hier ein Geschützturm. Damit sie nicht einfach hier rumgehen und dann hier gerade gehen. Jetzt sind sie schon gezwungen, hier lang zu gehen. Aber auch hier werden wir einen dazwischen setzen. Jetzt müssen wir noch hier zu machen. Also schon mal die S-Kurve laufen. Ja, immer cool bleiben. So, und hier kommt ein Raketenturm hin. Somit laufen sie schon mal, wenn sie kommen, hier den Weg statt den kurzen Weg. Ja. Schon mal der Grundkern der Route. Hier muss jetzt noch dicht gemacht werden. Dann stelle ich schon mal hier einmal ein Geschützturm hin. Ach so, ein vergessen. Machen wir hier mal gleich eine. Eine Kanone. Jetzt sind sie gezwungen, die Kurve zu laufen. Also, jetzt kommen sie hier lang. Sind hier gezwungen oder hier gezwungen. Und laufen halt hier, weil hier zu ist, hier rum. Und das S. Erledigen Sie die Mistkerle. Immer cool bleiben. Temporal war an die Stelle gleich hin. Würde ich hier gleich upgraden? Naja, eigentlich sollte man immer upgraden, wenn da die Aliens nicht an der Stelle sind, aber na okay. Nee. Oh, Mann, verdammt, die Schweine. Muss ich dicht machen? Ich muss es dicht machen eigentlich. Aber okay, egal. Wir haben ja noch Zeit. Ist ja erstmal Welle 4.
Aber dann machen wir gleich hier mal so ein Trumble-Ding hier. Erschütterungsding. Und hier setzen wir auch einen hin. Einen Erschütterungsturm. Aber wir haben noch eine einzige Chance. Sie kämpfen allein gegen einen Feind, den wir früher zu Dutzenden bekämpft haben. Es ist wirklich erstaunlich. Fast könnte ich Hoffnung schöpfen. Aber Hoffnung ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können. Wir haben nur den Kampf. Das muss reichen. Also, was sagen Sie? Weniger Gerede, mehr Laser. Luxus ist etwas, wofür ich keine Zeit habe. Komm, ich brauche ein Temporal. Um die langsamer zu machen, die Bande. Genau. Bis jetzt läuft's ganz gut. Ich würde den jetzt hier upgraden. Aber ich bin nicht so 500, ey. Und dann werde ich hier upgraden. Geschützturm. Jetzt werde ich natürlich auch den gleich upgraden. Gut so. Wir haben einen Kern gerettet. So. Aber hier gleich einen starken. Natürlich jetzt versuchen, die so langsam wie möglich zu machen, weil meine ganzen anderen Türme noch nicht stark genug sind. Deswegen knöpfe ich mir jetzt die Temporal unsere Stase-Türme, unsere Temporaltürme vor. Und klebt. Muss man schon Cola trinken? Ist keine richtige Cola. Ist Cola Zero. Also der Mund kann nicht kleben, ist kein Zucker drin. Nur falls das jemand jetzt denkt, ja, trink doch nicht so viel Cola. Kein Wunder, dass dein Maul klebt. Nein, Achtung, wir trinken gepflegt Cola-Sirup. Mal überlegen, gucken. Kann man noch was verändern hier? Läuft doch, alles ganz gut. Zwei. Den. Ja, bis jetzt habe ich es ganz gut unter Kontrolle, würde ich sagen. Ah, da guckt, da hat schon einer sich irgendwie ergriffen, hier so einer von den Rindviechern. Uns geht die Energie aus. Hey, hier soll es aber nicht lang laufen. Muss ich auch vielleicht zumachen. Und hier muss ich auf jeden Fall, oder hier, auch ein Temporal hinsetzen. In naher Zukunft. Michael. Ah, jetzt aber werde ich den Laser einsetzen, ist mir egal. Wenn sie alle so auf einer Höhe sind, auf so einer gewissen Höhe. Hier ist noch zu früh. Jetzt. Genau. Hab sie alle im Zenit gehabt. Ich wollte nämlich sie ziemlich kompakt haben, damit sie nicht einfach dann doch weiter rauslatschen. Hey, werd nicht frech. Ich bin ruhig. Jetzt haben wir mal Zeit hier zum Upgraden. Erschütterungstürme. Okay, da drüben mal hier den Geschützturm abgegradet. Ja, ja, so langsam wird's. Taktik geht auf. Denke ich. Jetzt den Erschütterungsturm. Jetzt hier werde ich noch Kommandotürme einsetzen. Ah, 300, verdammt. Hab keine 300 Credits.
Jetzt aber. Nicht so konzentrieren. Recht unüberschaubar zurzeit durch das ganze Gewusel hier. Dann stelle ich hier nochmal einen Meteor auf. Unser altbekanntes Napalm. Altbekanntes Napalm. Soll man ja nicht machen, der Schnitt. Jetzt haben wir schon Welle 15. So. Niemand hat gesagt, dass es nicht verteufelt schwer wird. Verteufelt schwer ist gut. Das ist jetzt der 7. Anlauf, den ich hier habe. Das ist der 7. Anlauf, den ich jetzt hier habe. Vorsicht, den ich dafür benötige. Nicht mehr viel Energie. Ist auch egal, nicht so schlimm. Hier werde ich schön einen Laser reinsetzen. Na komm, 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 komm. Alle weg. Mein Ziel ist halt, dass ich die Kerne, sag ich mal, ziemlich hier im hinteren Bereich halten möchte. Weil wenn sie erstmal hier ankommen bei den ganzen Gewusel, dann tragen sie mir auch schnell raus und das möchte ich halt vereiteln. Was haben wir hier? Turtle. Schnell mal ran hier scrollt und schnell wieder raus. So. Upgraden geht das? Nein. 450 brauchen wir. Mann, Alter, ist Zeit. Ich werde erstmal gepflegt was trinken. Ist ganz schön warm wieder hier. Ne? Oh, 27,4 Grad. Mm. Die Hitze kann halt auch umbringen hier drinne. Aber ich wollte es ja nicht anders. Ich wollte ja die Höhle für mich haben. Die Kammer. Jetzt muss ich damit klarkommen. Wir sagen mal, die schönste Zeit ist im Winter hier drin. Eigentlich wie jetzt, dann hast du hier halt mal so, wenn es gut läuft, so 26 Grad oder 25 Grad. Schön mollig warm. Aber im Sommer. Puh, im Sommer, da kann man eben so schnell mal 30 Grad werden und dann ist es so richtig glühend heiß. Also, da müssen wir hier schon die Tür mal aufhaben. Wie eine Bombe. Natürlich ist dann noch heftig im Sommer. Ich muss hier mal gucken, dass ich auch den Spiel im Auge behalte. Vor allem dann noch im Sommer, du hast hier dann halt oben die Lampen und hinten die Lampen und die strahlen dich auch noch an wegen dem Greenscreen, das muss ja auch alle vernünftig aussehen, aber deswegen ist so der Sommer so die harte Zeit hier drin, ne? Naja, so ist das halt, wenn man sich für so eine Scheiße entscheidet. Aber ich bin ja so ein Perfektionist und deswegen finde ich das ja auch immer so geil, so dieses ganze Drumherum. So jetzt, mein Gott, wo kommen die denn jetzt alle her? Was kann ich tun, was kann ich machen noch? Ich hätte gern die Erschütterungstürme noch abgegradet, aber dafür brauche ich ja 101. Ich brauche 1-1 dafür! Die habe ich nicht. Also, warten wir noch ein bisschen ab. Ah, hier ist das, was ich meine. Ich möchte nicht, dass die so weit raustragen. Hätte ich jetzt einen Laser, würde ich draufhauen. Wegen denen schon allein. Sind sie nämlich noch nicht. Mal ein bisschen vorspulen. F. Mit der F-Taste können wir vorspulen. Und auf der T-Taste können wir uns die Fluglinie angucken, wie die Gegner fliegen. Brauchen wir aber nicht, ist ziemlich verwirrend. Also auch hier unten sieht man dann die ganzen kleinen, die Radien der Türme. Bei so vielen Türmen auf so kleinen Raum ist das natürlich alles so ein bisschen sehr verwirrend. Also lassen wir das Ganze weg. Alles noch gut. Was aber geil gewesen wäre, wenn man jetzt hier so macht. Man sieht ja hier die ganzen Radien von den Türmen. Wenn man jetzt zum Beispiel auf einen Turm rauf geht, wäre natürlich cool gewesen, wenn den sein Radius sich so ein bisschen zum Beispiel in Türkis hervorhebt. Das hätte man vielleicht noch machen können, aber ich will ja hier auch nicht meckern, also von daher wieder zum Spiel. Oh,
das ein Gewusel. Oder? Wir haben einen Kern zurückgewonnen. Okay. Den upgraden. Jetzt mein Hotspot und jetzt hier auch gleich nachlegen. Die upgraden. Achtung, wir haben nicht mehr viel Energie übrig. Ja. Hey! Aber wir haben Orbitallaser. Den werden wir auch nutzen. Und zwar gleich. Hier. Das werden wir auch machen. Und rein. Weggenatzt, die Bande. Sie sind alle dahingeschieden. Wurden von meiner Vergeltungswaffe vernichtet. Der Orbitallaser ist die erste Abwehrvernichtungsmaßnahme gegen die Aliens. Ey, das hört sich doch geil an. Abwehrvernichtungsmaßnahme. Hört sich ziemlich aggressiv an, so, oder? Die Straße ist wegen Abrissarbeiten gesperrt. Welche Straße? So, jetzt haben wir aber hier genug Kohle. Nein. Doch. Komm hier alle, was geht. Den hier? Nee, das war 54. War doch, oh, hat geklappt. Gut. Siegessicher. Ich spüre es. Hier gleich mal machen und auch gleich noch mal hinterher setzen. Ey, ihr bleibt hier! Nein! Habt hier nichts zu suchen, Alter? Naja, doch, wandern schon zurück, das ist gut. Okay, dann nehmen wir hier mal gleich uns den vor. Den gleich. Jetzt noch ziemlich viele, oder? Mist, ey. Ich mache mal wieder denselben Fehler, dass ich die Upgrade bin. Sollen wir ja nicht an der Stelle upgraden. Eigentlich ist es völlig egal. Wir können ja voll mal den Laser draufhauen. Ich stehe noch gut da. So. Brauche ich gar nichts mehr machen, das müsste eigentlich reichen, oder? Laser, den hebe ich mir für was Schönes auf. Genau. Unsere Abwehrvernichtungsmaßnahmen. Oh, Speicherpunkt. Das wäre jetzt günstig. Also wenn ich jetzt abkacke, dann würde ich auch da weitermachen. Genau. Oder nein, ich glaube, ich würde auch stolz von vorne anfangen. Weil jetzt habe ich ja schon so ein Gefühl, wie ich es machen muss. Ey, oh, wo schießt der hin? Guckt euch mal diese aggressiven Dinger an. So. Kennt ihr das so hier so in World at War? Diese Abwehrflak-Dinger? War doch World at War hier mit den Abwehrdingern da irgendwie mit der Flugabwehr. Und dann so auf einmal so 6 mit Eimer hoch fliegen. Jetzt können wir ein bisschen spielen, so habe ich das Gefühl. Ne? Also. Letzte Angriffswelle und die werden wir auch mächtig jetzt mit dem Orbitallaser beenden.
Boah, Alter, was sind das hier für Fliege? Boah, ey. Was ist denn das? Rumbler. Nee, 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 das kannst du knicken, Alter. Also ich lasse euch nicht rausfahren. Das schaffst du nicht. Ey! Nein! Das war ein Timing. Hab sie beide erwischt. Ich hab's geschafft. Da ist aber noch einer. Temporal. Falls er da hinkommt, dann. Nein, 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 fortsetzen. Was ist jetzt? Und plötzlich war keiner mehr da. Ja. Mann, Alter. Puh, ey. Geschafft? Yeah. Ah. Äußerst gut gemacht. Äußerst gut gemacht. Danke dir. Ich danke dir. So, das war Level 19 und ich würde mal sagen, hat doch ganz gut geklappt diesmal. Zwar mit einigen Anläufen, das war der 7. Und ich habe ein kleines Meeting gehabt mit Knotti. Aber trotzdem ist es völlig egal. An der Stelle werde ich mich von euch verabschieden. Es geht weiter beim nächsten Mal mit der letzte Kampf, das letzte Level von Defense Grid The Awakening. Und ich habe mir was Cooles ausgedacht, wie ich dieses Video aufziehen werde. Naja, bis dann. Macht's gut, euer Tornado. Ciao.